Come on, offline Sunday 6 ist es, Tishi, von unserer genialen Serie. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal da oder warst die letzten Sonntage nicht da, dann lass dir sagen, hey, herzlich willkommen, so schön, dass du da bist, so cool, dass ihr zu Hause mit am Start seid. Und ich nehme dich ganz kurz mit rein, hey, was ist die letzten Wochen so passiert, was haben wir uns eigentlich angeschaut? Vor ganz am Anfang der Serie haben wir uns angeschaut, hey, warum und wie konkret kann ich denn meinen Sabbat eigentlich leben? Dann die Woche drauf haben wir uns angeschaut, wie fülle ich meine Energietanks? Wie sorge ich dafür, dass ich nicht irgendwie ausbrenne und leer bin? Und wie kann ich rechts ranfahren und rechtzeitig auftanken? Und dann die letzten Wochen haben wir uns angeschaut, auch in die Richtung, wie tanke ich konkret im Alltag auf? Und wie sorge ich dafür, dass ich nicht auf Reserve laufe und sogar im Burnout lande? Das haben wir uns die letzten Wochen angeschaut. Und heute, ich freue mich riesig auf Sunday Nummer 6. Tishi hat es gerade schon vorweggenommen, das Thema heute ist weniger mehr. Seid ihr dabei? Ist es so? Ich weiß nicht. Ist es so? Wir schauen es uns heute an. Und ich hab dir einen kleinen Gegenstand mitgebracht. Ja, das ist Chantre Weinbrand, eine leere Schnapsflasche. Und die erinnert mich an was, wisst ihr? Die erinnert mich an Silvester vor 4 oder 5 Jahren, wo ich mit meinen Jungs in Regensburg war und wir um Punkt 12 Uhr mit der Schnapsflasche angestoßen haben und ins neue Jahr reingefeiert haben. Und irgendwie, die ist so, also da ist offensichtlich nichts mehr drin, aber und die liegt in meinem Zimmer, aber irgendwie, ich kann mich nicht von der trennen, der Flasche, weil irgendwie, ich weiß nicht, das sind so viele Erinnerungen verbunden und das, ich kann mich nicht davon trennen. Und vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr auch so Gegenstände. Und ich habe da mittlerweile so eine Kruschbox angesammelt von Gegenständen. Und ich denke mir so, oh je, wenn ich jetzt mit meinen 22 Jahren diese Kruschbox habe, wie soll das dann erst aussehen, wenn ich irgendwann mal, so Gott will, ein Haus habe und keine Ahnung, wenn sich da Sachen ansammeln, von denen ich mich nicht trennen kann. Und ich habe euch ein paar witzige Fakten zu dem Thema mitgebracht, wo man sich vielleicht nicht so von Dingen trennen kann. Seid ihr gespannt auf die Fakten? Come on, ein paar Fakten. Wusstest du, dass ein Viertel aller Menschen so viel in ihren Garagen hat, dass das Auto nicht mehr reinpasst? Wusstest du, dass, wenn Leute in ihrem Haus ausmisten würden, könnten sie sich 40% ihrer Haushaltsarbeit sparen? 40%, das ist die Hälfte, fast. Wusstest du, dass im Schnitt jeder Mensch ein Jahr seines Lebens damit verbringt, Dinge zu suchen? Klassiker ist bei Frauen, glaube ich, die Handtasche. Wusstest du, dass mit steigendem Wohlstand eines Landes die Lebensfreude sinkt? Und den finde ich krass, den letzten Fakt. Mit steigendem Wohlstand eines Landes die Lebensfreude sinkt. Hä? Ich habe euch dazu eine Studie mitgebracht von Greg Easterbrook. Und zwar heißt es die Paradox of Growth Studie. Also das Paradoxe an Wachstum. Und er hat so krass rausgearbeitet, er hat sich die westlichen Kulturen angeguckt, Deutschland, die USA, und dann geguckt, hey, der Lebensstandard, den wir heute haben, der ist 50 Mal höher als vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, aber Leute mit bipolaren Störungen, mit Depressionen, es kommt 10, 50 Mal mehr vor, als es vor 100 Jahren war. Crazy, ein Paradoxon eigentlich. Und wenn man sich das anhört, dann denkt man sich so, okay, vielleicht ist ja mehr gar nicht mehr. Vielleicht ist ja weniger mehr. Mehr Raum in der Garage, mehr Raum in der Küche, mehr Zeit zum Aufräumen, mehr Lebensfreude. Und es gibt einen gesellschaftlichen Trend, der sich mit diesem Thema beschäftigt und der heißt Minimalismus. Sag mal Minimalismus. Minimalismus. Und um zu verstehen, was Minimalismus ist, hilft sich, glaube ich, anzugucken, was Minimalismus nicht ist. Und ich habe euch da ein paar Sachen mitgebracht. Minimalismus ist nicht, es ist kein irgendwie fancy Architektur, Style, Design. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich persönlich finde es schon ziemlich geil, die Einrichtung. Aber es ist keine Art von Architektur oder Design. Minimalismus bedeutet auch nicht Armut oder Sonstiges. Und Minimalismus, geht's auch nicht um eine Art und Weise, sein Zeug irgendwie zu organisieren. Was für mich eh schon irgendwie auch wieder ein Paradoxon ist, dass du so viel Zeug hast, dass du dir 50 verschiedene Plastikboxen kaufen musst, um dein Zeug wieder organisieren zu können. Das ist Minimalismus auch nicht. Minimalismus ist laut Joshua Becker, der sich mit dem Thema ganz viel beschäftigt, und das finde ich ein sehr, sehr cooles Zitat. Er sagt, Minimalismus bedeutet, all den Dingen bewusst Raum zu geben, die uns wirklich wichtig sind, und alles zu beseitigen, was uns davon ablenkt.
Wow. Ich wiederhole es nochmal kurz. Minimalismus bedeutet, all den Dingen bewusst Raum zu geben, die uns wirklich wichtig sind und alles zu beseitigen, was uns davon ablenkt. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht mit dem Zitat und du denkst, boah, geht es jetzt wieder nur um Selbstoptimierung in dieser Predigt und oh, wir haben so letzte Woche so praktisch und Burnout und alles in die gleiche Richtung, Selbstoptimierung. Und ich lade dich heute ein, wirklich hinzugucken, wo du und wo ich, wo wir in unserem Leben einen Spirit haben von wenn, dann. Wenn ich mein Studium fertig habe, dann geht das Leben richtig los. Wenn ich endlich meinen Traumkörper erreicht habe, dann bin ich zufrieden. Wenn ich dieses neue Auto habe, dann bin ich endlich glücklich. Wenn ich einen Partner habe, dann bin ich erfüllt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kenne solche Gedanken. Und wir schauen uns heute an, wie können wir in den göttlichen Minimalismus kommen und es auf eine göttliche Art und Weise leben. Und ich habe euch da ein weiteres Zitat mitgebracht. Was kann denn göttlich gelebter Minimalismus bedeuten? Göttlich gelebter Minimalismus bedeutet, Gott bewusst Raum zu geben, weil er uns wirklich wichtig ist und alles zu beseitigen, was uns von ihm ablenkt. Und ich weiß nicht, ob du das in deinem Leben kennst, so Dinge, die dich von ihm ablenken. Ich glaube, das kann sowohl auf seelischer als auch auf materieller Seite sein. Und wisst ihr, der Hut, ne? Ich komme nicht weg von dem. Und wenn wir uns unseren Kleiderschrank so angucken, das ist heute ein Symbol für unseren Lebensschrank. Da sind verschiedene Dinge drin. Und irgendwie, ich weiß nicht, dieser sexy Mantel, wisst ihr, den habe ich vor 4 Jahren mal bei einem Faschingsball mitgenommen zur Schule. Und der war irgendwie, der hat mich so an Freiheit erinnert. Und ich kann mich nicht von dem trennen. Und auch der Hut, irgendwie, der gehört einfach so dazu. Und also wisst ihr, irgendwie, ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich glaube, wir haben in unserem Leben Dinge, an die wir emotional gebunden sind und von denen wir nicht wegkommen. Das können materielle Dinge sein, das können aber auch Gewohnheiten sein. Und wir schauen uns in dem nächsten Schritt an mit der lieben Jeanette, was bedeutet es denn konkret in der Bibel? Wie hat Jesus damals Minimalismus gelebt? Und was sagt die Bibel dazu, wie wir göttlich gelebten Minimalismus erfahren können, konkret in unserem Alltag? Yes. Ich weiß nicht, wie dir es geht. Ich liebe die Bibel. Sie bringt die Dinge so auf den Punkt und ich habe festgestellt, es steht unglaublich viel zu diesem Thema in der Bibel, was es bedeutet, dass weniger mehr ist. Und ich entführe dich in eine Geschichte, die mich sehr berührt hat in der Vorbereitung. Und zwar steht die Geschichte in Lukas 18, 18 bis 30. Und ich werde zum Teil erzählen und zum Teil vorlesen. Und du darfst gern dort mitlesen und mit eintauchen. Und ich habe mir diese Geschichte genommen, weil ich dachte, sie muss von besonderer Relevanz sein, weil sie steht in 3 Evangelien. Und die Geschichte handelt von einem jungen Mann, ein sehr angesehener Mann, der sehr wohlhabend war. Vermutlich war er auch sehr gesund, er hatte ein grandioses Leben und ihn beschäftigte eine Sache. Und Jesus saß mit vielen anderen Zuhörern und mit seinen Jungs natürlich an einem Ort und er sucht Jesus auf, um ihm diese Frage zu stellen. Jesus wurde von einem angesehenen Mann gefragt: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen und ehre deinen Vater und deine Mutter. Und der Mann antwortete: All das habe ich von Jugend an gehalten. Also der junge Mann kommt zu Jesus und denkt, ich habe eigentlich schon alles so perfekt, so regelkonform und ich mache eigentlich schon alles so, was man so machen muss und mir geht es so richtig gut. Aber ich merke irgendwie in meinem Herz, da gibt es noch eine Ecke, die ist noch nicht so ganz erfüllt. Die hat noch keine Antwort auf diese Frage, was kommt, wenn ich mal tot bin. Und ist das, was ich hier so mache und tue und habe, ist es das wirklich, was mir die Gewissheit für ein ewiges Leben nach dem Tod gibt?
Und Jesus, der ist ja dann immer sehr direkt, wie ich finde, das erlebe ich selber auch immer so. Der sagt ihm, also etwas fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast und verteil das Geld an die Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Taffe Antwort, wie ich finde. Und der Mann reagiert. Und als der Mann das hörte, wurde er sehr traurig, denn er war überaus reich. Jesus hat ihm eine ganz klare Antwort darauf gegeben, was es bedeutet, ewiges Leben zu gewinnen. Weil ich glaube, er tief drin gewusst hat, dass dieser Mann an seinem Lebensschrank hängt und dass dieses radikal einem Gott nachfolgen ihn was kosten würde. Und Jesus hat ihm ja das ewige Leben angeboten. Er hatte ja danach gefragt. Und wahrscheinlich waren diese Dinge hier in dem Schrank von dem jungen Mann seine Identität. Vermutlich hat er seinen Wert über das definiert, was er sich aufgebaut hatte, wo er hineingepflanzt war in ein wunderbares Familiensetting, in ein geniales Leben, in sein regelkonformes Leben, was er alles schafft. Und das gab ihm wahrscheinlich den Wert, die Identität, die Sicherheit, wo es ihm so schwer fiel, zu sagen, oh, ich lasse das einfach los, weil da ist ja Jesus, da ist der Rabbi, der mein Leben verändern will, der mir wirklich Leben schenkt, und hat sich traurig abgewandt. Und Jesus erklärt dann den anderen, die dabei sind, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in Gottes Reich zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Und dann haben sich die Zuhörer überlegt, naja, also ich hänge auch an ein paar Sachen, gell? Ich bin vielleicht jetzt nicht so reich wie der oder mir geht es vielleicht nicht so gut, aber sie fragen dann Jesus, wer kann denn überhaupt gerettet werden, fragten ihn seine Zuhörer. Und Jesus sagte, was für Menschen unmöglich ist, das ist möglich bei Gott. Damals wusste Jesus schon, dass er der sein wird, der für diesen Mann und für alle Zuhörer und auch für uns heute ans Kreuz gehen wird, damit Freiheit in das Leben von Menschen kommt, damit Berufung in das Leben von dem jungen Mann hineinkommt. Und dort wird für mich so beschrieben, dass in den Augen von Jesus weniger durch ihn viel mehr wird. Dieses Fokussieren auf ihn. Und da wurde mir bedeutsam, dass wahre Freiheit, so frei zu sein von all den Lebensdingen, die ich mir so aufgebaut habe oder an denen ich mich so hänge, die mir vermeintlich Wert, Anerkennung, Halt, Sicherheit geben, wo ich denke, die brauche ich und ich nicht loslassen kann, dass die mir keine Freiheit geben. Ganz im Gegenteil, sie beschäftigen mich. Und das beschreibt Jesus den Leuten. Und das fände ich so, so inspirierend. Und Daniel hat vorhin mit uns für die Menschen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gebetet. Und im Zuge der Vorbereitung in dieser Geschichte ist mir das so bewusst geworden, wie kostbar Leben ist und wie von einer auf die andere Sekunde das ganze Leben komplett anders sein kann. Und Jesus beschreibt sich hier, hey, bei euch Menschen, ihr seid so abhängig, so kleindenkend, ihr braucht Gott, ihr braucht mich, damit ein neuer Wind, eine Freiheit in euer Leben kommt. Und jetzt, die Jungs von Jesus, die waren ja schon mit ihm unterwegs und die haben sich natürlich hier oben auch gedacht, so, was bedeutet das jetzt? Wir sind eigentlich ganz arm. Wir müssen von Tag zu Tag vielleicht gucken, dass wir irgendwo unterkommen und essen. Was bedeutet das jetzt für uns? Und Petrus, der fragt natürlich, aber wie ist es nun mit uns? Wir haben doch unseren Besitz aufgegeben und wir sind mit dir gegangen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich versichere euch, jeder, der sein Haus, seine Frau, seine Geschwister, seine Eltern oder seine Kinder zurücklässt, um das Reich Gottes einzusetzen, der bekommt es hier auf dieser Erde vielfach wieder. Und dann auch in der zukünftigen Welt das ewige Leben.
Wow, ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn du das liest. Mich hat das getriggert. Ich dachte, jetzt wird es richtig tough, weil für mich ist meine Familie schon wichtig und meine Freunde und die Menschen um mich herum. Daniel ist für mich mega wichtig. Und diese Vorstellung, ich habe eine Begegnung mit Jesus und er wird sagen, lass das alles zurück und folg mir radikal nach. Das challenged mich. Aber ich glaube nicht, dass Gott gemeint hat, wir dürfen nichts besitzen und dürfen keine Familie lieb haben und bei denen sein und so um die kümmern, für die da sein und Freunde haben. Ich glaube, ihm ging es auch bei seinen Jungs dran, dass wir uns immer wieder fragen, welchen Raum haben Menschen, angesammelte Dinge und unsere Tätigkeiten für einen Wert. Und darf er dort einen Platz einnehmen? Und Jesus hat einen Fokus für sich gesetzt in dieser Geschichte. Er hat ein Ziel. Er wollte und will auch heute noch sein Reich bauen. Er wünscht sich, dass der Fokus auf ihn liegt und ein großes Vertrauen in seinen Nachfolgern wächst in seine Möglichkeiten. Kim, und du hast was erlebt mit diesem Jesus, wo dein Vertrauen neu gestärkt wurde. Nimm dich mit rein in eine Geschichte vor 2 Jahren, die ich erlebt habe. Und zwar 2 Jahre ist jetzt nicht so lang her, aber ich habe dir trotzdem 2 Bilder mitgebracht, einfach damit du siehst, wie ich damals ganz grob ungefähr ausgesehen habe. Ist jetzt nicht so anders. So, das war der Kim vor 2 Jahren. Schön noch mit langen Haaren. Das Bild ist ein richtig guter Schnappschuss von Luca. Ich will jetzt keine Trugschlüsse oder sowas aufkommen lassen. Deswegen, es gibt auch andere Bilder von mir. Ja, das ist auch der Kim vor 2 Jahren. Und in dieser Zeit ist es wirklich gut. Also ich bin von zu Hause ausgezogen, ich bin im Studium und es läuft richtig gut. Und ich bin auf der Suche, hey, wer bin ich als Kim? Wer bin ich und auch was will ich sein? Und dann bin ich auf ein Buch gestoßen, das zum Thema Persönlichkeitsentwicklung verfasst wurde. Und dieses Buch heißt The 5 AM Club. Kennt das zufällig irgendwer? Ja, das kennen ein paar. Das Buch, das ist zu der Zeit ein Fluch und ein Segen zugleich für mich. Und ich lese dir einmal mal 2 Zitate aus diesem Buch vor, damit du weißt, in welche Richtung es ungefähr geht. Zitat Nummer 1. Your life will feel and work 100 times better when you're in the finest physical condition you've ever been. Dein Leben wird sich so viel geiler anfühlen, wenn du in der besten körperlichen Verfassung deines Lebens bist. Ist nicht grundsätzlich verkehrt, oder? Aber hört ihr schon ein bisschen den Treiberstock dahinter, die Peitsche? 2. Zitat. In that moment you feel you can't go further lies an enormous opportunity to forge an entirely new level of willpower. Wenn du nicht weiter kannst, wenn du schon komplett fertig bist, dann ist das der Moment, um noch weiterzugehen. Du bist schon völlig fertig, aber dann ist der Moment, um weiterzugehen. Auch, ja, also vielleicht vom Grundsatz her richtig. Aber hört ihr wieder die Peitsche, den Treiberstock? Und ich habe die Peitsche nicht gehört, sondern ich habe nur die Zitate und das Buch gelesen und ich war... Und ich habe das jeden Moment in der U-Bahn gelesen, in meinem Auslandssemester in Portugal auf dem Weg zur Uni. Und ich war pumped, ich sag's euch, ich bin aus der U-Bahn gestiegen und ich war, let's go, Alter, ich will den Tag verändern. Und mein Tag hat sich auch verändert. Ich habe jeden Tag von 8 bis 21 Uhr echt viel gearbeitet und ich habe durchgehasselt und es ging mir um Produktivität, es ging mir um Effektivität, es ging mir um Disziplin. Und ein Tag war dann für mich gut, wenn er produktiv war, wenn ich ganz viel geschafft habe. Und er war scheiße, Entschuldigung für das Wort, wenn ich nicht viel geschafft habe. Vielleicht kennst du solche Gefühle im Ansatz. Bei mir hat sich das weiter und weiter entwickelt, dass es bei mir noch ums Funktionieren ging. Alles musste der Produktivität dienen. Und das war eine langsame, aber eine kontinuierliche Entwicklung, wo ich das Thema Selbstoptimierung und Disziplin zu einer Art Götzen für mich gemacht habe. Und das war eine langsame, aber kontinuierliche Entwicklung, wo ich mich selber zu meinem eigenen Gott gemacht habe. Wo ich dachte, je disziplinierter ich bin, je effektiver ich bin, je produktiver ich bin, desto besser sind die Resultate. Und das habe ich eine Zeit lang so gemacht und das hat mich dann in Panikattacken gestürzt. Das ist ein anderes Thema, das könnt ihr euch auch gerne anhören. Da haben wir auch eine Predigt drüber gehalten, so wie kann ich meine Seele leiten. Und ich habe gemerkt, boah, da hat sich so viel angestaut von Treiberstöcken in mir,
wo ich Gott absolut keinen Raum gegeben habe, sondern diesen ganzen anderen Themen. Ich habe gesagt, beim Minimalismus ist sowohl materiell als auch auf seelischer, emotionaler Seite, wo ich den anderen Dingen so krass viel Raum gegeben habe. Und für mich war es dann irgendwann dran auszumisten. Und ich habe zusammen mit meiner Therapeutin und mit dem Heiligen Geist habe ich hingeschaut. Und wisst ihr, was ich ausgemistet habe? Ich habe Glaubenssätze ausgemistet aus meinem Leben. Glaubenssätze, die ich gerade schon gesagt habe, je härter ich arbeite. Wenn ich 120% arbeite, kriege ich auch 120%ige Resultate. Wisst ihr, im Ansatz ist das nicht falsch, aber wisst ihr, was noch viel schöner ist? Davon loszulassen. Es ist so schön zu sagen, wirklich, Jesus, hier bin ich, ich bin schwach, ich kann es nicht zu 120% schaffen. Ich kann es auch nicht zu 100% schaffen. Jesus, hier bin ich bin schwach, aber ich weiß, dass du in meiner Schwäche stark bist. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann kriegen wir ein völlig neues Bild für die Allmacht Gottes, für die Souveränität Gottes. Johnny war mir eine Inspiration, der einfach gesagt hat, Kim, weißt du was, ich schaff's auch nicht, aber ich gebe diese Hausarbeit ab mit dem Vertrauen, hey, irgendwie wird's Gott regeln. Ich dachte mir, hey, okay, das mache ich auch einfach mal. Und ich habe Hausarbeiten abgegeben, ich hab nicht nichts oder sowas hingeschrieben, sondern yes, ich habe mir voll Mühe gegeben. Aber das war nicht so wie vor 2 Jahren, als ich gesagt habe, okay, bis ins letzte Detail. Sondern ich habe gesagt, es passt so. Das ist ein ganz praktisches Beispiel. Ich lasse da los und ich habe richtig gute Noten bekommen. Das ist auch ein richtig cooler Nebeneffekt. Und bei mir war es so, dass ich diesen ganzen Sachen weniger Raum gegeben habe, dem Bereich Leistung weniger Raum gegeben habe und Gott mehr Raum gegeben hat. Und das tut so, so gut zu sagen, hey, Jesus, wirklich, ich vertraue dir. Und ich glaube, uns fehlt es an ganz viel, wenn wir es nicht tun. Und wir verpassen ganz viel, wenn wir das nicht tun. Es war ein Beispiel jetzt aus seelischer Seite von mir. Aber zum Abschluss oder zum Ende hin wollen wir dir einfach noch ein paar ganz praktische Tipps geben, wie denn so ein göttliches Ausmisten passieren kann und wie wir weiterhin diesen göttlich gelebten Minimalismus im Alltag ganz praktisch erfahren dürfen. Und ich räume hier mal ein bisschen schon mal auf, oder? Das ist großartig, Kim, ich danke dir. Ja, vielleicht fragst du dich jetzt, okay, was bedeutet das? Für mich bedeutet es ganz konkret, nicht nur, dass ich verschiedene Methoden aus der Psychologie jetzt anwenden könnte, wie könnte ich jetzt mit der 4-Stapel-Methode anfangen, meinen Kleiderschrank auszumisten? Oder wie kann ich es schaffen, dass meine Garage entrümpelt wird? Oder wie kann ich das schaffen, dass ich eine Ordnung in meiner Ordnerstruktur bekomme? Da gibt es sehr, sehr viele, viele, viele coole, ganz praktische Ideen. Ich nehme dich einfach kurz hinein, wie ich gerade unterwegs bin. Ich habe nämlich auch festgestellt, ganz praktisch im materiellen Sinne, ich habe unglaublich viele Ordner angesammelt in meiner Studien-, Ausbildungs-, frühere Erzieherkarriere, von wissenschaftlichem Zeug bis Songs und Fingerspiele und Gedöns in unzähligen Ordnern. Und ich habe gemerkt, never ever brauche ich das. Und ich habe angefangen, das, was ich als wichtig erachtet habe, zu digitalisieren und den Rest einfach wegzuhauen. Ich habe nicht mal mehr irgendjemand gefragt, ob er noch den ein oder anderen Fingerspiel-Dings braucht, weil ich dachte, wenn ich das anfange, werde ich nicht fertig. Und ich habe, bevor ich das gemacht habe, einfach Gott gefragt, was ist die eine erste ganz praktische, konkrete Sache im materiellen Sinne, wo du in meinem Leben Ordnung schaffen möchtest? Man traut es mir vielleicht nicht zu, ich bin ein ziemlicher Chaot, aber das hat mir schon sehr geholfen, mein Regal mal leer zu bekommen, damit da wieder Platz ist für was Neues, für neue Themen, die mich jetzt beschäftigen. Und so bin ich gerade mit dem Heiligen Geist an allem dran. Wenn ich zum Beispiel mir einen neuen Rock gönne, dann müssen 2 verschwinden. Das ist mein Deal, den ich ausgemacht habe. Daniel merkt sich das. Wenn ich mir ein Oberteil gönne, dann müssen 2, die werden einfach verschenkt. Und wenn ich merke, ich schaffe das einfach nicht, das loszuwerden, dann habe ich mir einen Ort überlegt. Das sind Daniels Schwiegereltern, die haben viel Platz.
Und da packe ich das in eine Kiste und dann lasse ich das da stehen. Und meistens vergesse ich es dann eh, weil ich es gar nicht brauche. Und wenn ich dann nach einem dreiviertel halben Jahr merke, ach, da steht ja noch die Kiste, keiner hat es gebraucht, dann kommt sie weg. Dann kommt sie an Leute, die es wirklich brauchen. Und so versuche ich wirklich, dass meine Schränke leer werden von Zeug, was ich nicht anziehe oder nicht brauche oder ganz praktisch. Und eine Sache, die ich auch merke, dass meine Zeit am Morgen mit meinem Jesus ist mir wirklich heilig, würde ich sagen. Und dort male ich mir meistens so eine Wolke auf. Und Kim hat es vorhin so beschrieben, was er alles noch tun muss und so. Und ich schreibe mir in diese Wolke in der Regel immer rein, was ich tun muss. Und dann sage ich, Heiliger Geist, zeig mir 3 Sachen, die ich heute mache. Und wen ich kontaktiere und wem ich nachgehe und wem nicht. Und wer jetzt gerade heute und in den nächsten Tagen eine Prio hat. Und ich merke, das hilft mir so, zur Ruhe zu kommen. Weil dieses ganze Stuff, das schafft einen Unfrieden in mir, das schafft ein Getriebensein. Und ich denke, ich muss mehr machen, ich muss das noch mehr optimieren. Auch Ordnung kann so dazu führen, damit da eine Perfektheit wie reinkommt. Und das ist aber auch nicht, glaube ich, der Sinn der Sache. Ich glaube, in alledem, was wir gehört haben, was Jesus uns sagt, geht es darum, wo ist unser Herz. Jesus will immer unser Herz haben, weil er uns so liebt, weil er so eine Sehnsucht danach hat, dass er ganz Raum nehmen darf in unserem Leben. Zwischen all den Situationen, wo wir drin sind, in den Umständen, in den persönlichen Challenges, in den Lügengebäuden, in all dem ganzen Zeug, will er einen Raum haben, einen Platz. Und darum geht es am Ende von dieser Message. In Matthäus 6, Vers 19 bis 21 wird es so beschrieben, da heißt es am Ende in Vers 21, da wo dein Reichtum ist, da ist dein Herz. Und deswegen ist das, was wir heute genießen und erleben dürfen, großartig. Es ist ein Riesengeschenk. Aber wirklich wahre Freiheit ist am Ende zu wissen, für wen wir leben, wer der ist, der uns Leben schenkt, der uns Hoffnung gibt in all den Dingen, wo wir vielleicht drin sind und zu wissen, was nach dem Tod kommt. Denn das alles nehmen wir nicht mit, aber ich glaube, es ist so relevant, dass wir wissen, wofür wir leben, wofür wir geschaffen sind, für wen wir geschaffen sind. Und wenn da kein Platz ist, dann kann das Gott gar nicht groß machen, dass er sein Reich bauen will. Durch jeden von uns, in aller Stärke und Schwäche. Ist es nicht krass? Und er möchte, dass seine Gnade in unserem Leben groß wird. Ich merke, wie sehr ich Jesus brauche, wenn ich darüber nachdenke, was ich nicht packe, was ich schon angesammelt habe an Zeugs, merke ich, ich bin so dankbar, Jesus, dass ich immer wieder zu dir kommen darf, dass du mich liebst, dass du mir hilfst, einen kleinen nächsten Schritt zu gehen in der einen kleinen Bereich und dass seine Gnade in meinem Leben wieder Platz nehmen darf. Und was mir auch so unglaublich hilft, ist, wenn ich bewusst am Tag, manchmal mittendrin, sage, okay, Jesus, es ist die Zeit, dass alles andere wartet und du Raum nehmen darfst mit deinem Wort, weil das hat Power. Mich ermutigt es jedes Mal. Manchmal challenge es mich auch dermaßen, aber es hat auch eine massive Power. Und wenn du magst, wenn wir gleich in Worship einsteigen, dass du einfach dir überlegen kannst, wo haben sich Dinge in deinem Leben angesammelt? Wo merkst du, das wurde zu viel und ich brauche eine Veränderung? Ich muss unbedingt entrümpeln, sei es mit To-Dos, sei es mit materiellen Dingen oder sei es aber auch mit Beziehungen oder mit anderen Druckelementen in deinem Leben. Oder du darfst dich ganz neu fragen, wem gehört dein Leben? Wer soll die oberste Prio in deinem Leben sein? Und zum anderen, wo hast du vielleicht deinen Wert auch abhängig gemacht, deine Identität von dem, was du glaubst, erarbeiten, besitzen zu müssen, ganz praktisch, oder nicht loslassen zu können an Altlasten in deinem Leben? Mache ich dir Mut, Jesus und den Heiligen Geist zu fragen, was ist das eine Kleine,
wo du mir zeigen willst? Und was ist dann der ganz konkrete nächste Schritt zur Veränderung? Herr, wir wollen jetzt einfach kurz uns einen Moment nehmen, wo du einfach für dich ein bisschen das reflektieren kannst, was du gerade gehört hast, wo du wirklich deine Augen zumachen kannst und zusammen mit dem Heiligen Geist auch abwarten kannst, was er dir gleich aufs Herz legt. Und deswegen gehen wir jetzt echt in ein, zwei Minuten, wo die Band ein bisschen im Hintergrund spielt und wo du wirklich deine Augen schließen darfst und sagen kannst, hey, Heiliger Geist, zeig mir echt Dinge, wo ich in meinem Herzen anderen Dingen viel zu viel Raum gemacht habe und wo ich dir nicht genügend Raum gegeben habe. Und wenn du magst, Kim und ich werden gleich mit dir beten. Du darfst es einfach gerne in deinem Herzen mitbeten. Mir helfen Entscheidungen. Nicht einfach bei einer Reflexion zu bleiben, sondern wirklich mit Jesus festzumachen. Und wenn du magst, darfst du einfach mit einsteigen in das Gebet. Jesus, ich danke dir so sehr, dass ich dir vertrauen kann. Ich danke dir so sehr, dass du mir dieses Leben geschenkt hast. Ich danke dir für alles, was du mir anvertraut hast. Und ich danke dir auch, dass du der bist, der wahres Leben schenkt. Und ich lasse alles hinter mir, was mich hindert, mich ganz in deine Arme, in dich hineinfallen zu lassen. Dir zu vertrauen, dass bei dir kein Mangel ist. Dir zu vertrauen, dass du ein Leben in Freiheit für mich vorbereitet hast. Ich lasse alles hinter mir an Verletzungen, an Geschichten, an Umständen, die mich so in den Bann nehmen, dass ich den Fokus auf dich verloren habe oder verliere. Ich entscheide mich, da wo ich materielles Zeug mehr Priorität gegeben habe wie dir, was deine Vorstellungen sind in meinem Leben, wo ich mich dran festgehalten habe, weil ich dachte, es ist meine letzte Sicherheit, lasse ich los. Und entscheide mich heute Morgen neu, dass du meine einzig alleinige Sicherheit bist in meinem Leben, der mich hält, auf den ich mich verlassen kann. Und ich entscheide mich in diesem Moment, liebender himmlischer Vater, das Geschenk von Jesus anzunehmen, der mir gnädig ist, der mich annimmt, so wie ich bin, der mir Wert gibt, der mir Halt gibt, der mir immer wieder vergibt, wenn ich den Fokus verliere. Und ich nehme das Geschenk des Heiligen Geistes an, der ist, der mein Coach ist, mein Tröster, mein Helfer im Unterwegssein mit dir, der mir Inspiration ist. Und das danke ich dir, dass ich diese Entscheidung treffen konnte und dass ich wissen darf, du stehst zu mir, du gehst jetzt mit. Amen.